Wir haben 2,2 KK, habe ich schon gesagt. Wir haben die Quest fertig. Ich möchte jetzt... Mein Level Up möchte ich jetzt. Runter, 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 runter. Und wenn ich mein Level Up habe, gehe ich erstmal in die Stadt, um mir ein Bambusschwert zu machen. Ich bin gerade eben auf der Charmy kurz drüben, mal inskillen. Ups. Ich wollte eigentlich das hier machen. So. Ach komm. So. Ja. Ein toller Titel. Auf der Donkey Kong Insel sind wir jetzt. Den habe ich auch hinzugefügt. Donkey Kong 64. Einfach toll. Wenn du da so auf der Insel rumrennst, zu was weiß ich für welchen Maps. Und dann kommt immer diese Musik da. Also geil. Oldschool Feeling. Wer diese Spiele noch nicht gespielt hat, soll es auf jeden Fall mal machen. Finde ich geil. 95% haben wir. Schaffe ich die Braunbären? Schaffe ich, ja. Aber man verliert schon einiges an TP. Auf jeden Fall. Was haben wir da? Kranichflügelfächer. Kranichflügelfächer, nichts Besonderes drinne dabei, nichts Besonderes, alles Crap. Irgendwie kommt man nicht so wirklich vorwärts hier. Ich möchte zu den Eids. Dafür brauche ich auf jeden Fall die Rüstung. Auf jeden Fall. Schild plus 6, Helm plus 6 und ansonsten... Also es sollte schon so alles plus 6 sein, dann könnte ich wahrscheinlich dort hochgehen. Geil. Ja, immer noch kein Level Up. Das wollte ich auf jeden Fall noch, dass ich wenigstens mein Bambusschwert dann anziehen kann, das ich noch nicht habe. Aber das macht ja nichts. Mal gucken, ob wir dann das hier verkaufen. So, jetzt bin ich Level 15. Endlich! Wir haben einen neuen Auftrag. Wir haben zwei neue Aufträge. So. Jagdauftrag. Hungrige Alpha-Grauwölfe. Das mache ich auf dem Weg nach oben dann gleich. So. Und dann, was haben wir noch? Untersuchung des Biologen. Da müssen wir dann halt hingehen. Gehen wir dann auch hin. Und dann mache ich erstmal die Alpha, hungrige Alpha-Grauwölfe. Vielleicht finde ich ja jetzt hier welche, da haben wir schon welche. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch irgendwo welche sind. Und ich laufe mal weiter. So. Und ihr könnt mir immer auf jeden Fall auch gerne Kommentare unter das Video schreiben. Oder ihr könnt mich auch in-game anschreiben, sofern ich es lesen kann. Ansonsten muss ich vielleicht kurz einen Sprachenring holen, aber ich könnte mir hier einen Sprachenring rüberholen. Ich weiß nicht, haltet ihr was davon, wenn ihr wollt, dass ich Sprachenringe hier rüberhol auf den Char. Natürlich werde ich mir keine kaufen. Ich habe nämlich noch welche vom Mundi-Event. Da habe ich auch mal ein Video gemacht mit Socks zusammen. Da habe ich noch Sprachenringe übrig. Ob ich die hier rüber tun soll für euch. Also sagt einfach, ja, wir wollen Sprachenringe, dass du die hast, dass wir dich anschreiben können. Ansonsten lass ich das bleiben. Ich werde auf jeden Fall keine kaufen, weil das am Anfang für mich zu teuer ist. Okay, so viel dazu. Also wenn ihr Sprachenringe wollt, wenn ihr wollt, dass ich Sprachenringe benutze, dann schreibt's in die Kommentare. Dann werde ich mir welche rüberhandeln. Dann habe ich hier so 5 Stück oder so immer drinne. Ja. Gut, so viel dazu.
Sprachenringe haben wir abgehakt, vielleicht. Also da warte ich dann erstmal auf eure Antworten, was ihr dazu sagt. Alpha Grauwölfe haben wir dann irgendwann mal fertig. Vielleicht da oben sind noch welche, genau. Passt gut. Gehen wir da auch noch hin. Und das da sind auch. Die gehört zur gleichen Gruppe. Gehören alle zur gleichen Gruppe. Dann haben wir da doch keine. Ich laufe mit der Charmy mal hinterher, einfach so aus Just for Fun. Ups, ja. So. Dann machen wir die Biologen-Quest. Ich glaube, das sind dann die Gango-Wurzeln oder sowas. Die machen wir dann auch. Da sind die letzten Alpha-Grauwölfe. Ich laufe mit der Charmy schon mal Richtung Stadt. Okay. Und dann werde ich mir einfach mal so ein Bambusschwert werde ich mir einfach mal kaufen. Oder meint ihr, ich soll erst das Breitschwert ab? Wir können einfach beides ab. Machen wir dann. Machen wir. Wir machen alles. Appen wir dann. Okay. Bla bla bla. Ausgezeichnet. Wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Haben wieder ein paar Vio-Tränke. Die können wir wieder verkaufen. Auch gut. Rüstung wollte ich appen. Bambusschwert. Breitschwert und Bambusschwert. So sieht's aus. Vielleicht noch so einen zweiten Panzer. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal ein paar Bärengallen farmen soll. Wenn wir da mal gucken. So. Ich laufe auf jeden Fall jetzt mal in die Stadt. Und hier ist irgendwie ein Pfeil. Der Biologe sucht dringend nach dir. Und hier Aju haben wir auch eine Quest. Also wir haben bei Aju einen Auftrag. Da gehen wir jetzt hin. Aju mit seinem Kind. Oder die Aju mit ihrem Kind. Mit ihrem Kind. Man sieht ja, dass es eine Frau ist, aber der Name ist trotzdem komisch. Entschuldigung, kannst du mir bitte helfen? Mein Baby weint pausenlos und ich weiß nicht mehr weiter. Das Einzige, das vielleicht helfen könnte, wäre ein Reiskuchen. Das Kindchen liebt diese Speise. Gehst du bitte für mich zum Waffenhändler? Ich glaube, er weiß, wo man Reiskuchen bekommen kann. Ja, wir gehen zum. Wohin wollten wir gehen? Egal. Auf jeden Fall, hab vielen Dank. Das ist für mich eine große Erleichterung. So, jetzt kannst du auf dein Kind aufpassen, Ayu. Und wir gehen zum Waffenhändler. Geh zum Waffenhändler und frage ihn, wo man Reiskuchen kaufen kann. Was würde ich nur ohne diese Quest-Anzeigen da tun? Also man muss das eigentlich gar nicht lesen. Man kriegt es nochmal danach hergeplappert. Aber wir machen es trotzdem. Dann entdeckt man auch so Fehler wie letztens da, wo ich. Wo war ich da? In Map 2 bei irgend so einem Typ, da war irgend so ein Rechtschreibfehler drin. Also wenn die Gameforge das sieht, wahrscheinlich nicht. Dann sollte sie bitte den Rechtschreibfehler rausmachen. Dass es den anderen Leuten noch nicht aufgefallen ist, also mittlerweile gibt es Metin schon etwas länger. 6 Jahre, 7 Jahre? Nein. Also ich spiele auch schon eine Weile auf jeden Fall. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zum Waffenhändler. Also zum Waffenhändler. Waffenhändler, was sagst du zu mir? Was, Reiskuchen, ist das eine neue Waffe? Ja, da soll mich doch. Ach so, du meinst Reiskuchen. Essbar, verstehe. Der macht Witze. Ja. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Geh am besten zu Octavio, der weiß alles, was man über Essen wissen kann. Wieso sind wir dann zum Waffenhändler gegangen? Das war so klar. Also gehen wir zu Ayu. Wir wissen ja, wo der ist. Ich zoome mal ein bisschen zurück. So. Hier, was für Ayu? Ich wollte zu Octavio. Octavio. Hätten wir ja auch gleich wissen können, ne? Aber wir müssen ja mal ein bisschen Umwege laufen. Reiskuchen, das ist dieser weiche Kuchen mit roten Kirschen und Zucker obendrauf, nicht wahr? Ja.
Ja, denn den habe ich schon mal gegessen. Du kannst ihn bei der umherziehenden Reiskuchenverkäuferin im nächsten Dorf bekommen. Sie heißt Jurang. Jurang. Also wir sollen zu Jurang. Merkt euch, Leute. Und dann gehen wir dahin. Ich mach das auf jeden Fall, aber jetzt nicht. Weil Map 2 gehen wir erst später. Ja. So, Leute. Jetzt seht ihr mal, hier ist schon ein bisschen mehr los als in den anderen CHs auf jeden Fall. Da zum Hauptmann wollte ich noch die Quest abgeben. Wieso habe ich nicht beim Waffenhändler gleich ein Bambusschwert gekauft? Ich guck mal schnell wieder auf den Shop in der Zeit, weil ich so neugierig bin und sonst wurde nichts anderes verkauft. Egal. So. Jetzt sind wir beim Waffenhändler. Wir brauchen ein Bambusschwert. Kaufe ich mal 3 Stück, 4 Stück, 5 Stück. Man weiß ja nie. Und dann gehe ich jetzt zum Schmied. Und wir appen unser Schild. Wir appen Bambusschwerter. Wir appen blutiger Helm. Wir appen Sichelschwert. Und wir appen einfach mal alles. Hier einfach mal Freestyle draufhauen. Wir haben ja Yang. So, machen wir mal die Rüstung zuerst. So, jetzt haben wir eine Rüstung plus 7. Ja! Geil. So leicht geht das, plus 7. Aber das wird dann auch so bleiben, wahrscheinlich. Haben wir hier noch ein Schild? Das uppen wir jetzt auch mal. Fail. Okay. Haben wir kein Schild mehr. Machen wir uns ein neues. Kein Problem. Wir haben ja Yang. Zack. Plus 2. Plus. Naja, war wohl nix. Dann machen wir mal unseren Helm. So, plus 1. Plus 4 haben wir den schon. Plus 5. Wollen wir plus 6 haben? Wollen wir. Plus 6. So, jetzt haben wir einen Helm plus 6. Was brauchen wir auf plus 7? Weißes Haarband. Gucken wir mal, was ich da später machen kann, ja. So, wir haben einen Helm plus 6. Die behalte ich mal für, weiß ich nicht was. Bambusschwert mache ich mir jetzt mal schnell. Plus 1 klappt anscheinend immer. Plus 2, plus 3. Das war aber früher auch nicht so, da konntest du auch auf plus 1 schrotten. Naja, das Ding ist jetzt kaputt gegangen, aber das macht ja nichts. Wir machen weiter. So, dann weiter hier. Zack, zack, kaputt. Heißt es, dass ich jetzt auch ein Grolli oder ein Gifti oder sowas hier einfach so plus 1 machen könnte? Das weiß ich gar nicht, weil ich habe es noch nie ausprobiert, weil früher ging das nicht. Da wäre es auch kaputt gegangen manchmal. Da sind sie ja ganz schön gnädig, dass sie das jetzt umgeändert haben. Ich bin jetzt hier bei plus 6 gleich. So, haben wir plus 6. Was brauchen wir auf plus 7? Bärenfußhaut habe ich leider bis jetzt noch nicht bekommen. Tun wir das mal hier rüber. Ne, tun wir das mal anziehen. Und dann ab ich jetzt mal das hier noch. So, jetzt haben wir ein Sichelschwert. Wenn es jemand haben möchte, kann er gerne haben. Verschenke ich dann einfach. Ansonsten behalte ich das erstmal, lege es ins Lager oder sonst was. Und dann ab ich mir jetzt noch ein Breitschwert. Und weil verkaufen von diesem Sichelschwert, warum soll ich es verkaufen, wenn ich euch damit helfen kann? Also wenn jemand hier noch nicht so gut ist und auf dem Server spielt, soll sich bei mir melden per YouTube und dann machen wir das, dann gebe ich dem das. So, Breitschwert plus 6 haben wir. Dann haben wir also für Level 20 auch schon mal eine Waffe. Sehr schön. So, was machen wir damit? Das brauche ich nicht mehr, das werde ich verkaufen im Shop. Das hier werde ich erstmal darüber legen auch. Die können wir vielleicht noch gebrauchen. Die werde ich jetzt nicht gleich wieder verkaufen, weil sonst wäre es ja Yang-Verschwendung. So, das da brauchen wir auch nicht. Komm, weißt du was? Dann mache ich mein Inventar mal leer. Und was ist? Keinen guten Boni, also verkaufen wir das auch. Sorry. So weg. Weg damit erstmal. So. So, so, so. Und dann war das Ganze hier. Ja,
Hier, Shami hat nix. So. Jetzt haben wir ein bisschen Equip, aber uns fehlt noch ein Schild. Uns fehlt ein Armband und uns fehlen Ohrringe. Ohrringe und Armband kann ich jetzt noch nicht mitnehmen. Aber wir können uns noch ein paar Schilder kaufen und die upen. Ja, dann machen wir das. Rüstung haben wir ja plus 7 und Glückspanzer plus 7. Das geht doch. Damit kann man schon mal einiges machen. Ja, das ist schon mal gut. Ich habe jetzt ein paar Schilder gekauft. Seht ihr hier 4 Stück? Man muss ja nicht gleich übertreiben. Magieplattenpanzer. Magieplattenpanzer. Ja. Aber leider der falsche, ne? Hier in den Läden gibt's nichts Besonderes. Mein Laden. Ja, Giphy plus. Ja, geil. Was der labert. Okay. Was? VMS? Was hat es gerade gekostet? 30. Ja, sowas in der Art kann man sich dann holen später. Sowas würde mir zu sagen. Was hat das Schwert plus 9 gekostet und was hat es an Angriff? Brauchen wir ein Schwert plus 9, Leute? Nee. Nee. Braucht man nicht. Es sei denn. Da, wir haben ja extra ein Breitschwert gemacht. Wir brauchen kein Schwert plus 9. Wir machen jetzt das Schild. Helm haben wir plus 6. Schild mache ich jetzt auf plus 6. Okay. Plus 3. Plus 5. Und jetzt, komm, noch einmal. Ja. Plus 6. So, auf plus 7 brauchen wir zweimal Bärengalle plus. So, gut, dann haben wir das jetzt. Dann haben wir jetzt 153 Def und ich würde sagen, ich gucke noch mal kurz durch die Läden, ob ich nicht was finde für ein KK. Ja, hier sind die Preise doch schon teuer in dem Laden hier. Was gibt's hier noch? Wenn ich jetzt. So, ja. Hass plus 3 kostet immer noch so viel, sonst hätte ich gesagt, wir kaufen einen und versuchen den in die Rüstung dann reinzumachen nachher. Zu teuer. Ich würde so einen Hass plus 3 für 50k verkaufen. Also wenn ihr Hass plus 3 braucht. Oder würde ich. Nee, ich würde die glaube ich teurer verkaufen, weil ich keinen Yang habe, so viel. Aber ist ja was. Egal. So, hier ist auch ein Anfängerladen anscheinend. Was ist hier so drinne? Wer kann sich sowas leisten? Die übertreiben es maßlos, wirklich. Also, bitte, bitte lass den Leuten, die noch nicht so gut sind, lass denen doch auch eine Chance. Macht doch nicht so teure Preise, das ist doch doof. Ja. Ich kann mir ja gar nichts kaufen, ist doch hier. Schau, hier, das ist ein Anfängerladen. Vielleicht finde ich ja das eine oder andere, was mir gefällt. Oder ob ich da was kaufen kann. Vielleicht gibt es da was. Sieht aber nicht so aus. Aber auf jeden Fall, mach deinen Laden. Ist gut, bringt was. Hier. Teure Sachen, teure Sachen. Aber so viel wert sind die gar nicht. Ja, so. Bärengalle plus 100k ist schon etwas teuer, oder? Hass plus 3. So. Heieiei, ist das Zeug hier teuer. Da werden wir nichts finden, da auch nicht. Wir werden sowas hätte ich mir gerne gekauft. Wenn ich ein Krieger wäre, hätte ich es längst gekauft.
Hätte ich schon längst zugegriffen. Weil für 250k, da kann man nichts sagen. Finde ich vielleicht noch was selber für mich so. Habt ihr irgendwas hier so, was mir was bringt? Nein, habt ihr nicht. Ey, das wird jetzt auch langsam hier ein bisschen langweilig.